Die Verteidigungslinie von Asmus hatte gewisse Schwächen, vor allem im philosophischen Sinne des Wortes. Und das sieht man heute ziemlich deutlich, aber unsere historische Perspektive, das heißt 75 Jahre nach dem Tag des Sieges in diesem Krieg, diese historische Perspektive hatte Valentin Ferdinandovich im Jahre 1942 überhaupt nicht. Was er noch für Schwierigkeiten gehabt habe, auf diese Weise gleichzeitig die ganze klassische deutsche Philosophie zu verteidigen. Das war eine andere Situation im Vergleich zu dem Ersten Weltkrieg. Hätte er diese Situation nicht gehabt, dann hätte er ganz ruhig auch die kantische Abhandlung zum ewigen Frieden nennen könnte. Und dann könnte er selbstverständlich in diesem Kapitelchen über Kant als ausgeprägter Pazifist, Kant als Verfasser dieser Abhandlung immer wieder hochschätzen. Und das war einfach eine, sozusagen ein Geschenk, um zu zeigen, dass gerade die kantische Philosophie mit der nationalsozialistischen Weltanschauung und vor allem mit der Praktik, mit dieser Außenpolitik und mit den Kriegen gar nichts zu tun hat. Das Problem wäre dann, hätte Asmus tatsächlich in diesem Kapitelchen über Kant, über die Abhandlung zum ewigen Frieden ganz offen geschrieben, was hätte er dann im Kapitelchen über Hegel machen können und müssen? Denn Hegel war tatsächlich ein ausgeprägter Apologete des Krieges. Und nicht so, wie das Asmus gemeint hat, nur in einem historischen Kontext, sondern eher ganz generell. Das war das Problem. Und obwohl das Philosophische vielleicht in manchen Aspekten ziemlich schwach gewesen ist, trotzdem hatte diese Verteidigung von Asmus wenigstens politische Bedeutung, politische und pädagogische Bedeutung. Denn die Frage war auch, wie sollten die Studierenden dann mit dieser Philosophie an den Universitäten umgehen? Darf man noch die deutsche klassische Philosophie studieren oder nicht? Und die Einstellung von Asmus, die er ganz deutlich in dieser Broschüre zum Ausdruck gebracht hat, war folgende. Gerade im Dritten Reich stehen die Werke von Kant auf den Regalen, in den Bibliotheken, im Stau und keiner liest das. Die deutsche Jugend im Dritten Reich, die liest diese Klassiker der Philosophie nicht. Und die ist von der nationalsozialistischen Propaganda und von der faschistischen Wodka, so steht es wörtlich bei Asmus, indoktriniert und in diesem Rausch drang nach Osten, kommt diese Jugend in die russischen Steppen, in der Sowjetunion und zu Hunderten, Tausenden fallen dann die deutschen Soldaten, auch die deutschen Soldaten in diesem Krieg auf dem russischen Boden. Das war gleichzeitig ein Plädoyer für die sowjetischen Universitäten. Wir dürfen auf dieselbe Weise mit den Philosophen nicht umgehen. Ganz umgekehrt, wir Marxisten sollten an unseren Universitäten die kantische Philosophie, die Philosophie von Fichte, die Philosophie von Hegel ganz gründlich studieren. Das ist nicht nur eine Quelle der marxistisch-leninistischen Philosophie, das ist auch in einem gewissen Sinne ein Arzneimittel.
Und noch etwas, was wir in dieser Broschüre von Asmus ziemlich deutlich sehen können, das ist die Einstellung, die noch Stalin in seinem Befehl ganz klar formuliert hat, nämlich es gibt das deutsche Volk und es gibt auch den Nationalsozialisten und wir dürfen auf keinen Fall das deutsche Volk mit dem Nationalsozialismus identifizieren. Oder wie es dann bei Stalin in diesem Befehl heißt, Hitlere in Plural und klein geschrieben, kommen und gehen weg, aber das deutsche Volk bleibt. Und diesen Gedanken und diese These benutzt auch Asmus in dieser Broschüre über die faschistischen Falsifikationen der klassischen deutschen Philosophie. Heute gibt es verschiedene Meinungen in Bezug auf die Persönlichkeit von Asmus. Ich selber habe Asmus persönlich nicht gekannt. Dagegen habe ich einige Mal mit Theodor Illich Eisermann gesprochen. Aber die ältere Generation von meinen Kollegen, die meisten haben bei Asmus studiert und die meisten verehren diesen Mann bis heute als Pädagoge, als Lehrer. Diejenigen, die dann heute quellengeschichtlich diese Zeit untersuchen, die versuchen, dieses helle Bild von Asmus zu korrigieren, in die Richtung von Konformismus und Prinziplosigkeit. Beides trifft vielleicht zu. Jedenfalls möchte ich jetzt als Fazit von dieser Position von Asmus in dieser Broschüre sagen, das war eine mutige Tat von Asmus im Jahre 1942, die deutsche klassische Philosophie zu verteidigen. Und auf diese Weise hat er einiges geleistet. Und die meisten, die dann Philosophie nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem großen Vaterländischen Krieg in der Sowjetunion studiert haben, die haben von dieser Verteidigung selbstverständlich profitiert. Ob sie dann philosophisch schwach oder stark gewesen ist, das spielt vielleicht eine untergeordnete Rolle. Aber mit den deutschen Nationalsozialisten zu polemisieren, war für Asmus vielleicht leichter als mit seinen sowjetischen Kollegen zu polemisieren. Die Broschüre, von der ich erzählt habe, ist im Jahre 1942 publiziert worden. Und ein Jahr später, im Jahre 1943, da ist der dritte Band des Lehrbuches veröffentlicht worden, die Geschichte der Philosophie. Das war ein mehrbändiger Werk, herausgegeben von dem Institut für Philosophie der Akademie der Wissenschaft der Sowjetunion. Dieses Institut existiert bis heute als Forschungsinstitut und heißt Institut für Philosophie der Russischen Akademie der Wissenschaft. Die ersten zwei Bände waren schon fertig und der dritte Band ist während des Großen Vaterländischen Krieges erschienen. Und naja, das Schicksal hat so gewollt, ausgerechnet in diesem dritten Band wurde über die klassische deutsche Philosophie erzählt und berichtet. Und dass dieses Lehrbuch ein brisantes politisches Potenzial gehabt hat, das können Sie, glaube ich, auch ohne mich vermuten. Und gerade so war es mit diesem Lehrbuch Geschichte der Philosophie. Im Unterschied zu dieser Broschüre über die faschistische
Falsifikation der klassischen deutschen Philosophie enthält dieses Lehrbuch auch ein Kapitel über Schelling, über die deutsche Aufklärung, über Kant, über Fichte, über Schelling, über Hegel. Und das Kapitel über Kant hat eben Valentin Ferdinandovich Asmus geschrieben. Und dieses Kapitel ist wirklich sehr merkwürdig. So was habe ich vorher und nachher auf Russisch nie gelesen. Erstens, kein einziges Wort über die faschistische Falsifikation der klassischen deutschen Philosophie. Erstaunlich, derselbe Asmus, der diese Broschüre gerade veröffentlicht hat, aber in diesem Lehrbuch ist kein Wort davon. Zweitens, es gibt so gut wie fast gar keine Kritik. Man könnte zwar Kant als einen Vorgänger der marxistischen Philosophie betrachten, aber Kant war ein bourgeoiser Philosoph, Kant war ein Idealist. Man muss unbedingt einen solchen Philosophen in einem sowjetischen Lehrbuch kritisieren. Das wäre schon eine Übertreibung gewesen, wenn ich gesagt hätte, gar keine Kritik ist dort vorhanden. Es gibt eine gewisse Kritik, aber im Vergleich zu dem, was normalerweise geschrieben worden ist, ist dieses Lehrbuch praktisch steril. Fast keine Kritik, wenigstens, wenn ich das mit Maßstäben der damaligen Zeit messe. Noch einige ungewöhnliche Seiten von diesem Kapitel. Es wurde von Asmus ziemlich viel über die vorkritische Zeit im Schaffen von Kant geschrieben. Praktisch ebenso viel wie über die kritische Zeit. Das ist ziemlich ungewöhnlich. Und die Erklärung dafür liegt wohl in der These, Kant wäre in dieser vorkritischen Zeit noch einigermaßen materialistisch gestimmt. Dagegen diese kritische Zeit, da sympathisierte sich Kant mit dem Idealismus, deshalb ist es vielleicht weniger philosophisch bedeutend als diese vorkritische Zeit. Und da ich schon ziemlich lange von der Ethik innerhalb der marxistischen Philosophie gesprochen habe, heute ist Kant für viele in erster Linie ein Ethiker, als derjenige, der diese praktische Philosophie konzipiert hat, gewürdigt. Bei Asmus in diesem Kapitel über Kant war es ganz anders. Der Teil über die Ethik im Rahmen der kritischen Philosophie war wohl am kleinsten. Aus welchem Grund? Vermutlich war das auch ein so brisantes Thema nach den Streitigkeiten Diborin gegen Axelrod, Plechanow gegen Martow. Darf man noch von dem kategorischen Imperativ reden oder nicht? Aus dem Grund war vielleicht dieses Thema dann relativ sparsam beleuchtet. Dieses Lehrbuch war an sich ein ziemlich gutes Lehrbuch. Und zusammen mit den ersten zwei Bänden hat dieser dritte Band der Geschichte der Philosophie den Stalinpreis erhalten. Das war damals die höchste Auszeichnung. Dieser Stalinpreis hatte noch drei Stufen und das war die erste, die höchste Stufe. Und die Verfasser hatten ziemlich viel Geld dafür erhalten als eine Prämie und alle waren irgendwie zufrieden. Man konnte auch eine lobende Rezension in der damaligen philosophischen Zeitschrift lesen. Und diese Zeitschrift hieß damals Unter der Fahne des Marxismus. Während des Großen Vaterländischen Krieges hat diese Zeitschrift aufgehört,
publiziert zu werden und als Nachfolger gilt die Zeitschrift, die auch bis heute wohl die bedeutende philosophische Zeitschrift im heutigen Russland ist, Вопросы философии, die Fragen der Philosophie. Aber das war nicht das Endergebnis von dieser Geschichte mit dem Stalinpreis, denn die Philosophen konnten nur einige Monate sich freuen. Bereits im Jahre 1944 wurde eine Resolution des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei unter dem Titel von den Mängeln und von den Fehlern in der Beleuchtung der Geschichte der deutschen Philosophie am Ende des 18., am Anfang des 19. Jahrhunderts veröffentlicht, die das Ergebnis einer langen Prüfung war, die nach einem Brief des Professors der Moskauer Universität Zinovij Bilecki an Stalin erfolgte. Bilecki hat einen Brief an Stalin geschrieben. Bis vor kurzem hat man geglaubt, dass dieser Brief verloren gegangen ist, aber vor einigen Jahren wurde dieser Brief entdeckt und man konnte mit eigenen Augen tatsächlich sehen, was dieser Bilecki geschrieben hat. Das war eine harte Kritik in Bezug auf die Verfasser und in Bezug auf das Lehrbuch. Stichworte dieser Kritik. Die Verfasser haben versucht, die Errungenschaften der marxistischen und der sowjetischen Philosophie zu ignorieren. Und alles, was diese Philosophie geleistet haben, haben sie versucht, als Ergebnis der klassischen deutschen Philosophie zu betrachten. Dann entsteht selbstverständlich eine Frage, und was haben wir gemacht, und was hat Marx, was hat Lenin, was hat Engels, was hat Stalin dann geleistet, wenn schon alles bei Hegel oder bei Kant oder bei Fichte steht. Darüber hinaus war das auch eine politische Kritik und die politische Position von manchen Verfassern war auch kritisiert, nicht zuletzt auch von Asmus, der eine kurze Zeit als sogenannter menschenstwischer Idealist gegolten hat. Meine deutschen Sprachkenntnisse reichen nicht dafür, das ins Deutsche zu übersetzen. Das war ein Schimpfwort, ursprünglich auch von Stalin. Меньшинствующий идеалист. Das heißt, ein Zusammenhang von zwei Strömungen. Einerseits ein Idealist, das ist ein Schimpfwort innerhalb der marxistischen Philosophie. Und zweitens ein Menschewik und nicht Bolschewik. Und die damalige kommunistische Partei hieß dann Всероссийская und später Всесоюзная коммунистическая партия und in Klammern большевиков. Асмус wurde tatsächlich am Ende der 20er, am Anfang der 30er Jahre dafür kritisiert. Und nicht nur das war in diesem Brief von Bilecki. Bilecki hat versucht zu behaupten, dass die Verfasser von diesem Lehrbuch sich keine Mühe gegeben haben, zu erklären, warum aus so wunderschönen deutschen Philosophie letztendlich das Dritte Reich entstanden ist. Wie ist es überhaupt dazu gekommen ist. Und die wichtigsten Kritikpunkte waren, ehrlich gesprochen, nicht in Bezug auf die kantische Philosophie, sondern in Bezug auf die hegelische Philosophie ausgesagt und das ist auch ein Unterschied zu dem Ersten Weltkrieg. Damals war die kantische Philosophie die wichtigste Zielscheibe, während des Großen Vaterländischen Krieges eher die ganze klassische deutsche Philosophie und innerhalb von dieser Philosophie eher die hegelische Philosophie und die kantische Philosophie spielte dabei auch eine Rolle, aber eher eine untergeordnete Rolle. Wie war dann die Reaktion von Stalin?
Von dieser Resolution habe ich Ihnen schon erzählt. Der Stalinpreis wurde dann nicht ganz, aber wenigstens in Bezug auf den dritten Band, der über die Philosophie Kants, Fichtes und Hegels geschrieben worden ist, abgesagt. Gott sei Dank, dass die Verfasser dann nicht verhaftet worden sind, die konnten nach wie vor arbeiten. Trotzdem kann man nicht sagen, dass im Vergleich zu dem Ersten Weltkrieg diese Diskussion über die deutsche Philosophie, über die kantische Philosophie während des großen Vaterländischen Krieges frei gewesen ist, ganz umgekehrt. Umso mutiger waren manche Philosophen, die dann solche Positionen vertreten haben. Stalin war eher der Meinung, dass Beletsky kein guter Fachkenner ist, aber politisch hat er so ein Gespür, was richtig und was falsch gewesen wäre. Deshalb blieb dieser Brief von Beletsky an Stalin nicht ohne Folgen. Und die Folgen waren die folgende. Von dem Stalinpreis in Bezug auf den dritten Band der Geschichte der Philosophie habe ich schon gesagt. Übrigens, das Buch wurde aus den wissenschaftlichen Bibliotheken rausgenommen. Ich habe zwar dieses Buch in meiner Hausbibliothek, aber das habe ich als Antiquariat gekauft und es war wirklich gar nicht leicht. In manchen Bibliotheken kann man dieses Buch nach wie vor sehen, aber die meisten Kollegen von mir haben dieses Buch nie in der Hand gehabt. Die zweite Folge, die wohl viel wichtiger gewesen ist. Beletsky hat damals an der Moskauer Universität unterrichtet. Und da er von Stalin wenigstens auf diese indirekte Weise unterstützt wurde, hat er damals eine unglaubliche Macht an der philosophischen Fakultät gehabt. Und der Aufsatz von Lenin, die drei Quellen und die drei Bestandteile der marxistischen Philosophie, wurde aus dem Programm rausgenommen. Davon habe ich am Anfang meines Vortrages gesagt, man hätte glauben können, das war die Dogma für die ganze Zeit der Sowjetunion. Das war nicht der Fall. Ein paar Jahre während des Krieges war es anders. Und nicht nur dieser Aufsatz wurde dann an der Moskauer Universität nicht gelesen. Das ganze Verhältnis der kantischen Philosophie gegenüber und der deutschen klassischen Philosophie gegenüber war wohl anders. Man musste nicht unbedingt diese Philosophie studieren und überhaupt diese Philosophie war eher die Quelle von Irrtümern und von Fehlern und alles war mit dieser Philosophie irgendwie prekär. Und für die marxistische Philosophie sollte das Studium dieser Spitzfindigkeiten aus der kantischen Philosophie wohl kaum eine Rolle spielen. Aber Beletsky triumphierte nicht so lange. Hätte er vielleicht aufgehört, die Briefe an Stalin zu schreiben und zu schicken, wäre das vielleicht auch für sein Schicksal besser, obwohl er nicht verhaftet war. Aber er konnte dann nach dem Zweiten Weltkrieg an der Moskauer Universität nicht mehr unterrichten. Und er unterrichtet an verschiedenen Hochschulen in Moskau. Bis heute hat er ein paar Anhänger, die dann davon ausgehen, dass Beletsky recht gehabt hat bei diesem Streit und auf jeden Fall, dass er wirklich aufrichtig sich selbst verhalten hat. Er hat noch einige Briefe an Stalin geschrieben, die aber unbeantwortet geblieben sind und mit der Weiterentwicklung von dieser Position hatte Beletsky schon keinen Erfolg mehr gehabt. Und kurz nach dem Sieg im großen Vaterländischen Krieg
entstand eine neue Diskussion über das Buch von Akademik, sie wissen, von ordentlichen Mitgliedern der Akademie der Wissenschaften der Sowjetunion, Alexandrow, über die Geschichte der Philosophie, und ein großes Kapitel wurde dort auch der klassischen deutschen Philosophie gewidmet. Diese Diskussion fand dann im Jahre 1947 statt. Auf diese Weise ist diese neue philosophische Zeitschrift entstanden, Vaprosy Philosophie. Als wichtigster Ideologe sprach dann von den Philosophen, damals von den sowjetischen Philosophen, ein Mitstreiter von Stalin, ein Mann namens Zhdanov, und auch die Methodologie der philosophischen Forschung wurde damals untersucht. Und als eine gewisse Folge von diesen Diskussionen entstand auch der Lehrstuhl für Geschichte der russischen Philosophie. Manchmal für die vaterländische Philosophie. Vaterland hat auf Russisch auch keine bösen Konnotationen wie im Falle der deutschen Sprache. Manches klingt irgendwie so, als ob jemand aus der Zeit des Dritten Reiches spricht. Und das war auch eine Folge dieses Briefes Beletski an Stalin. Man muss nicht nur die deutsche Philosophie studieren, man muss auch irgendwie die russische Philosophie etablieren. Und tatsächlich entstand der Lehrstuhl für Geschichte der russischen Philosophie auch während des Krieges, auch als eine Folge der Diskussionen über die kantische Philosophie und über die deutsche Philosophie im Jahre 1944. Trotzdem, nach diesen Diskussionen, schon nach dem Jahr 1947, war diese Position aus dem Aufsatz von Lenin, die drei Bestandteile und die drei Quellen der marxistischen Philosophie im Sinne dogmatischer Auffassung zu verstehen. Und bis zum Ende der Sowjetunion wurde dadurch die Rezeption, die Forschung, das Studium der kantischen Philosophie in der Sowjetunion legitimiert, aber in erster Linie als Rezeptionsgeschichte. Das heißt in dem Sinne, dass Kant etwas für die Nachfolger geleistet hat. Deshalb war bis zum Ende der Sowjetunion das Thema Dialektik bei Kant unglaublich populär, und Asmus war derjenige, der zusammen mit Dibori noch in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts vielleicht dieses Thema angefangen hat. Sie sehen, so waren die Diskussionen während des Zweiten Weltkrieges. Viele Parallele zu den Diskussionen während des Ersten Weltkrieges, aber vieles ist auch anders verlaufen. Und zum Schluss möchte ich eine andere Geschichte Ihnen erzählen, die vielleicht als Fazit von meinen Überlegungen zu diesem Thema gelten kann. 1945, der große Vaterländische Krieg ist noch nicht zu Ende. Die Stadt Königsberg, die Heimatstadt von Kant, ist noch nicht von der Roten Armee erobert. Und ein Offizier der Roten Armee, sein Name war Biele, aber verwechseln Sie bitte diesen russischen Offizier nicht mit dem russischen Denker und Schriftsteller Andrei Biele. Das war ein anderer Offizier, der übrigens die höchste Auszeichnung der Sowjetunion erhalten hat. Das war der Held der Sowjetunion für seine Heldentaten während des großen Vaterländischen Krieges. Und er erzählt, dass er als Offizier in der Nähe vom Dom in Königsberg im Frühling 1945 gekämpft hat. Und plötzlich hat im Stab ein Politoffizier angerufen. Und dieser Offizier Biele hat mit ihm gesprochen.
Und dieser Offizier hat ihm gesagt, schauen Sie mal, in der Nähe von Ihnen befindet sich der Dom. Am Dom befindet sich das Grab von dem deutschen Philosophen Kant. Seien Sie bitte vorsichtig. Es ist ganz wichtig, dieses Grab nicht zu beschädigen. Sagen Sie das allen Offizieren, das müssen Sie auf jeden Fall tun. Und der Offizier Biele erinnerte sich darüber auf folgende Weise: die Schlacht, Kanonaden, und plötzlich sagt ein Politoffizier von irgendeinem Grab, von irgendeinem deutschen Philosophen, und Biele wusste damals überhaupt nicht, wer dieser Kant gewesen ist. Und dieser Politoffizier hat sofort kapiert, dass bei dieser Kommunikation ein gewisses Unverständnis entstanden ist. Und dann hat er sehr schlau gesagt, seien Sie bitte vorsichtig, Kant war ein großer Freund von Karl Marx. Machen Sie alles, um das Grab von diesem Kant unbeschädigt zu erhalten. Und tatsächlich, diese Kanonade wurde aufgehört und die Soldaten hatten dieses Grab gefunden, und der Offizier Biele erzählt, dass er, nachdem alles schon still gewesen ist und nachdem die deutschen Truppen in Königsberg kapituliert haben, dieses Grab beobachtet hat, besichtigt hat. Und das war für ihn ein Rätsel. Er konnte überhaupt nicht kapieren, wie es überhaupt dazu gekommen, dass ein Freund von Karl Marx in Königsberg so viele Jahre unbeschädigt in seinem Grab gewesen ist und dass die Faschisten, also die Nationalsozialisten, mit diesem Grab nichts getan haben. Und erst einige Jahre nachher, als schon der Krieg zu Ende gewesen ist, hat er einiges über die Philosophie Kants studiert, und dann konnte er auch verstehen, dass dieser Politoffizier einen quasi falschen Satz gesagt hat. Aber ob dieser Satz so falsch gewesen ist, im wörtlichen Sinne des Wortes, konnte es selbstverständlich nie so sein, dass Kant ein großer Freund von Karl Marx gewesen ist. Aber in einem übertragenen Sinne, innerhalb dieser marxistisch-leninistischen Philosophie, war es vielleicht gar nicht falsch. Und die Tatsache, dass das Grab bis heute existiert, dass sie, nachdem die Epidemie zu Ende ist und dass sie dann nach Russland kommen können und vielleicht irgendwann mal auch nach Kaliningrad kommen und dieses Grab besichtigen können, das alles vielleicht eine gewisse Folge von den Diskussionen über die kantische Philosophie, die ich Ihnen heute beleuchten wollte, und ob es mir gelungen ist, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, kurz vor dem Tag des Sieges, möchte ich Ihnen sagen, dieser Tag ist für die meisten Russen ein heiliger Tag, und ich glaube, dass auch für die Deutschen das ein wichtiger Tag gewesen ist, denn letztendlich hat zwar Deutschland eine Niederlage gelitten, aber ob gelitten ein richtiges Wort ist, das scheint es mir nicht so zu sein, denn dieser Tag des Sieges war gleichzeitig, wenigstens so behaupte ich, auch die Befreiung der deutschen Bevölkerung vom Nationalsozialismus. Und das muss man auch feiern. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.